Hallo und herzlich willkommen, Leute. So, ich bin wieder da aus dem Urlaub und mal sehen. Ich wurde angegriffen. Also warte, zuerst zeige ich euch mal, so habe ich meine Base designt, als ich weg war. Ich dachte mir, hey, ich bin mal freundlich. Dann können ganz viele Leute ganz viel Loot von mir klauen. Und ja, mal gucken. Also, der hat 161.000 Gold. Ach, ich will es nicht alles vorlesen, ihr seht es ja. Ich meine, Alter, guck mal, wie viel Beute die machen konnten. Die sind bestimmt happy. Ey, die haben so viel Beute gemacht, Mann. Das ist richtig krass. Ah, je, die haben... Manche von denen haben fast 500.000. 500.000. Insgesamt gemacht, Mann. Das ist schon krass. Oh, Mann, ey. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich wieder da bin. Und dass ihr jetzt wieder Videoterror von mir erwarten müsst. Und ich würde sagen, wir greifen einfach... Oh, haben wir überhaupt genug Truppen? Eigentlich nicht. Wir greifen trotzdem einfach mal an. Einfach mal so. Weil ich wieder happy bin, dass ich wieder da bin, dass ich wieder mit euch kommunizieren kann. Was ist kommunizieren? Dass ich einfach labern kann und... Ja. Ich weiß gerade auch gar nicht so mehr, was ich für Videos machen soll. Weil, wie ihr mittlerweile gemerkt haben solltet, bin ich eine ziemlich wankelmütige Person. Und ich ende auch eigentlich die ganze Zeit so, was ich auf meinem Channel mache. Ich meine, eben mache ich noch... Dual Commentaries, dann mache ich Commentaries, dann Live Gameplays, dann Let's Plays, dann Waffenvideos, Tipps und Tricks Videos und so. Und ich tue da ja ziemlich wild rumwechseln, was ich so für Videos mache. Und ich hoffe, das ist euch allen bewusst. Das ist kein Channel für eine einzige Sache. Ich mache nicht nur Waffenvideos, ich mache nicht nur Clash of Clans Videos. Ja. Also Clash of Clans mache ich natürlich noch weiter. Ich mache immer von ein bisschen allem... versprochen. Von allem ein bisschen. Und... Ja, ich dachte, ich mache gerade erstmal wieder ein ganz kleines Bin-wieder-da-Video, so mit Clash of Clans im Hintergrund, weil das ganz gemütlich ist und weil ich Clash of Clans gerade eh geöffnet hatte. Und weil halt. Paar Waffenvideos weiß ich nicht, ob ich so viele in nächster Zeit machen kann. Weil ich jetzt wieder Schule habe. Ich hatte jetzt ein halbes Jahr lang keine Schule. Und jetzt habe ich wieder Schule. Ab Montag. Ich weiß nicht, an welchem Tag ihr das guckt, aber ab dem... Wie viel ist das? Siebte? Achte? Irgendwie sowas. Ab da habe ich wieder Schule und ich weiß halt noch nicht, wie stressig das alles wird und wie viele Hausaufgaben wir aufkriegen und wie viel Scheiß da einfach ist. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie meine Videoproduktion in nächster Zeit sein wird. Ich werde erstmal, auf jeden Fall bestelle ich mir jetzt erstmal ein Headset. Und, was laber ich? Kein Headset. Bestelle ich mir erstmal ein Mikrofon, ein neues. Weil halt Lust haben und so. Und, ja. Oder nein. Ich weiß nicht. Ich bin noch am Überlegen, okay? Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir ein neues Headset hole. Werden wir noch sehen. Ich würde sagen, das war's. Noch nicht. Ich würde sagen, wir trainieren erstmal unsere Truppen wieder. Wir basteln uns jetzt... Womit greifen wir an? Ich will mit riesen Magiern angreifen. Also nicht mit riesengroßen Magiern, sondern mit der Riesen- und Magier- und Heiler-Taktik. Dazu konnte ich eigentlich mal... Nee, weißt du was? Das Video nutze ich jetzt dafür. Leute, das ist meine neue... Nein, das ist nicht meine neue Taktik, aber das ist eine echt geile Taktik und ich glaube, so werde ich das Video auch nennen. Die Riesen-Magier-Heiler-Taktik. Und ich habe jetzt schon 71 fucking Abonnenten, Mann, Leute. Finde ich echt geil. Macht mich glücklich und würde sagen, wir ordern erstmal ein paar Truppen. Bis dann, Leute. Nö, ich bin ja jetzt nicht mehr fort. So, ordern wir erstmal Truppen und ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal ein paar andere YouTube-Videos, weil die ganze Zeit keiner mehr geguckt und so, und würde sagen, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den Anfang vom Video gemacht habe, aber ich hatte die ganze Zeit keine Zeit. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, wir tun mal die Base ein bisschen umgestalten, weil so können wir das ja auf jeden Fall nicht lassen. So werden wir die ganze Zeit nur ausgeraubt. So, das raus, das raus, das weg. Die ganzen nutzlosen Schmodder raus. So, die Kanonen muss ich auch umstellen. Die waren da nicht drin. Der Mörser auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier war... Ups, ein Mörser war da drin. Da habe ich mich vertan. So, die Kanone hier. Die war vermutlich da.
Und dann ist die andere Kanone hier gewesen, da ich es ja symmetrisch gebaut habe. So. Meine. Wow, der. Ach, genau. Der Bogenschützenturm kommt in die Ecke. Der Magierturm kommt dahin. Kurz vergessen. So. Jetzt müsste es passen. Weil die, das Loot kommt ja in die Mitte. Jetzt. Los. Loot. Ab in die Mitte mit dir. Du Arsch. So. Ja, wie ich in dem Anfang, in dem Video hier schon angefangen habe, drüber zu reden, ich werde, ja, fange jetzt bald wieder mit der Schule an und kann dann halt nicht ganz so viel produzieren wie gewöhnlich. Ich denke mal, das macht nicht viel. Ich werde ja noch weiterhin produzieren. Ich habe auch beschlossen, ich habe am Anfang des Videos, glaube ich, gesagt, dass ich mir ein Mikrofon kaufen will. Das werde ich nicht tun. Ich werde mir stattdessen neue Werkzeuge holen. Und ja, damit ich halt bessere Waffen basteln kann und auch noch viel mehr Waffen basteln kann. Und dann werde ich mir noch ein Ladekabel bestellen für die Kamera von Dr. Anything. Das ist ein Kumpel von mir. Und ja, dann habe ich eine Kamera. Stativ habe ich auch. Und ja, dann kann es losgehen mit dem Film, wie ich halt die Waffen bastle. Und das wurde ja schon von euch aus gewünscht und ja, mache ich das mal. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon mal Lust, halt ein Video zu machen, wie ich die Kunstwaffen bastle. Aber das Problem dabei war immer, wie ich glaube ich irgendjemanden geantwortet habe, ich habe kein Stativ gehabt die ganze Zeit. Was ist kein Stativ? Ich habe keine Kamera gehabt, sondern ich habe einfach mal mit meinem Handy aufgenommen. Und da ich für mein Handy kein Stativ habe und da ich bestimmt nicht will, dass auf meinem Handy ganz viel Stahlstaub drauf liegt, ja, konnte ich das halt noch nicht machen. Und jetzt habe ich halt ein Stativ und, was habe ich jetzt ein Million Mal gesagt, ein Stativ und halt die Kamera vom Dr. Anything und halt, boah, ich wiederhole mich gerade so oft und hole mir halt ein Ladekabel und dann tue ich eine Plastikfolie drüber klatschen und dann kann ich damit aufnehmen und ja, also Plastikfolie oder so, weiß noch nicht genau was, aber halt einfach damit der ganze Stahlstaub nicht in die Kamera irgendwie reinkommt, das wäre ziemlich scheiße. Und unser Dorf ist jetzt fertig und dann kann ich auch mal aufnehmen, wie ich die Waffenvideos mache und wir greifen einfach direkt nochmal an und los geht's. Das ist natürlich die riesen Magier Heiler Strategie. Ich muss mal gucken, ob ich dazu schon ein Video gemacht habe. Wenn nicht, dann mache ich noch eins. Weil die Taktik ist echt geil. Ich benutze sie eigentlich durchgehend. Komm, den greifen wir gerade mal an. Der sieht gut aus. Also gut im Sinne von, machen wir einfach kalt. Erstmal gucken wir mal, was in der Clanbook hat. Nie hat er nicht. Sehr gut. Dann lassen wir mal die Hälfte hier drüben runter. Jetzt ist es die Hälfte. Dann jede Menge Magier. So, erstmal ein Heilungszauber an die Ecke. Dann lassen wir noch mehr hier drüben raus. Zack, zack. Auch nochmal jede Menge Magier. Und die Mauerbrecher sind schon putt. Scheiße. Dann da auch erstmal ein Heilzauber hin. Hier drüben können wir schon mal einen Heiler runterlassen, glaube ich. Weil die nächste Luftabwehr. Oh, er hat keine nächste Luftabwehr. Sehr gut. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, das werden 100%. Wir schaffen das. So. Kann ich ein bisschen schwafeln. Das Problem ist halt die Werkzeuge. Ich habe die gefunden schon, sowas wie so ein Schraubenzieher. Ach nee, ich erzähle es in einem anderen Video. Also ich habe gute Werkzeuge gefunden, günstig und ja, bla. Den haben wir fast kalt gemacht. Also Riesen arbeiten sich da einfach nur durch. Sie zermalmen alles in ihrem Weg. Die Magier stehen dahinter mit ihren geilen Haaren, die zwar leider von der Kapuze überdeckt werden, aber trotzdem vorhanden sind und ballern einfach die ganzen Gebäude weg und die Heiler tun auch ihren Job. Also dasselbe, was sie eigentlich immer so tun. Ich muss auch sagen, ich freue mich echt, Leute. Ich habe jetzt, also dass so viele von euch da sind, ich habe jetzt 71 Abonnenten. Finde ich echt geil. Finde ich echt gut von euch, dass ihr hier geblieben seid. Herzlich willkommen für alle Neuankömmlinge und Moinsens für alle, die schon länger dabei sind. Ja, ich werde natürlich nicht aufhören, Videos zu produzieren. Nur in nächster Zeit nicht ganz so viel. Weil ich mich erstmal ein bisschen auf die Schule konzentrieren muss. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, abonniert, lasst ein Like da. Bis dahin. Tschüss.